Die Klage der CDU vor dem Bundesverfassungsgericht hat eine wirklich schwierige Situation oder das Urteil dann daraus resultierend gebracht. Die müssen wir jetzt lösen, diese Gespräche laufen. Und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich da jetzt nicht einzelne der Lösungsstränge hier mit Ihnen diskutieren kann, weil die Verhandlungen sehr, sehr schwierig sind. Wir sind in einer schwierigen Situation in Deutschland insgesamt, den Industriestandort zu sichern, die Folgen der Klimakrise auch für uns in Deutschland zu bewältigen, der Ukraine weiterzuhelfen und den sozialen Ausgleich zu organisieren. Ich glaube, das ist wirklich der Zeitpunkt, wo alle zu ihrer staatspolitischen Verantwortung stehen sollten und nicht parteipolitische Spielchen spielen.